Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Craft the World. Und die letzte Folge haben wir hier, oder die vorletzte Folge, ich weiß gar nicht, haben wir hier einen Goldfund gemacht. Wir haben Gold gefunden auf jeden Fall. Und wir könnten hier mal eine Fackel hinsetzen. Was macht ihr hier? Ihr habt nichts zu tun oder was? Keine Ahnung. So, ihr könnt das ja auf jeden Fall abbauen. Klar, erstmal alles stehen und liegen lassen. Okay, ich habe gerade gedacht, das wäre hier in einem Raum quasi. Aber ist es Gott sei Dank nicht. Und was haben wir hier eigentlich? Ah, Portalteil. Da war doch eine Mission. Ich erinnere mich. Nur so zur Info, ich befinde mich hier mal wieder in einer neuen Aufnahmesession. Nur um euch mal kurz zu informieren. Und ja. Okay, hier müsst ihr auf jeden Fall halt noch weiter abbauen. Mana, da könnten wir eigentlich doch mal, wo seid ihr hier? Ein paar kleine Wichtel holen, die uns helfen, ein paar Sachen nach oben zu tragen. Weil da haben wir doch schon echt wieder ein paar mehr Sachen. So, die Fallen, die sind da ganz gut. Okay. Stimmt, die Goblins haben wir letzte oder auf jeden Fall vor ein paar Folgen bestimmt besiegt. Dann bräuchten wir... Ja, so. Nutzen wir dich mal eben. Mal ganz kurz farmen. So. Oh, und da ist ein Schaf. Das können wir gleich auch noch töten. Nee. So. Ein bisschen die Farm abernten. Oh, klar, da wächst gleich schon mal ein Baum. Ah, hier kommen die Wichtel gleich angeflogen. Die Erntehelfer. So. Und dann würde ich sagen, machen wir die Mission gleich auch mal weiter. Okay, da hatten wir hier noch ordentlich was zu tun. Das gucke ich dann gleich erstmal. Ach ja, die Eisenbahn hatten wir freigeschaltet. Stimmt. Hier sehen wir es auch nochmal. Immer diese Sucherei nach Getreide, da war gerade wieder was Neues. Muss er hier irgendwo gewesen sein? Ah, hier. So. Dann können wir das hier gleich noch mit anpflanzen. So, wunderbar. Zack. Müssen wir gleich noch den einen Baum fällen. So. Komm, geh kaputt. Okay. Darum fliegt wieder ein Vogel, den man nicht abschießen kann. So, muss ja erstmal nochmal wieder ganz kurz reinkommen, so ein bisschen. Neue Technologie, Repariere das Portal, Genau, eine Eisenbahn sollten wir auch noch bauen. Okay, das ist neu. Neue Technologie, Meisterausstattung. Du musst Gegenstände fertigen, um die Forschung dieser Technologie zu beenden. Auszeichnungen kennen wir ja, die 200 Standard XP mittlerweile. Die echt gar nichts mehr sind, wie man hier oben rechts sieht. So. Die könnten wir weiter abbauen lassen. Ich hoffe, man hört das Mausklickern nicht zu laut im Hintergrund. Wenn doch, dann ist das halt so. So. Nee, das war den hier noch. Dafür den hier nicht. Wie so ein böses Vieh. Aber wir müssen da irgendwann hin, früher oder später. Und eine Eisenbahn möchte ich echt unbedingt bauen.
Hier ist nochmal so ein Vieh. Aber wo längs ist die Frage? Am besten einmal komplett von A nach B. Und das sowieso. Hier sind Büsche. Da fällt eine Schnecke runter. Ja, die Burg müssen auch noch weiterbauen. Auch noch so viele Projekte. Okay, hier fliegt Bier raus und ein bisschen Suppe. Naja, dann gucken wir hier erstmal wieder weiter. Tisch mit Tischtuch. Können wir doch bestimmt hin. So und so. Haben wir einen Tisch mit Tischtuch. Ah, da könnte man bestimmt Essen mit draufstellen, ne? Gucken wir dann später mal. Ein Sofa. Wird natürlich auch gleich noch gebaut. Also mit gleich meine ich jetzt. Ein Sofa. Und eine große Kochstelle. Dafür brauchen wir einen Kochpot. Und für den Kochpot brauchen wir Eisen. Haben wir natürlich nicht. Aber den Rest haben wir, ja. Oh ja, Ziegel haben wir auf jeden Fall. Stahl könnten wir machen, aber ich wollte erstmal gerne Eisen sparen. Na, ah, hierfür. Taucherhelm, cool. Ich finde die Rüstung und den Helm hier allgemein viel besser. Okay. Das heißt, erstmal warten, bis das Eisen hier ins Lager gebracht wurde. Boah, das ist echt schon mittlerweile ein langer Weg bis in die Mine. Oh, hier würde ich jetzt so gerne eine Eisenbahn einfach längs bauen. Ja, das traue ich mich nicht. Das einfach wegzuhauen. Hier können wir was weghauen. Bist du Miner? Du bist gar kein Miner. Ist doch doof, wenn du kein Miner bist. Ah, du bist ein Miner oder Bergarbeiter. Geht das Springen schneller? Ich glaube ja. Oh, verdammt. Hey, was macht der denn da? Wir klettern lieber. Dann sollte ich mir noch ganz kurz hier Erde unten ins Inventar legen. So, und dann können wir hier, wenn wir genügend Eisen dann haben, uns eine Eisenbahn hier hinbauen. Glaube, der weiß jetzt nicht, wo er längs soll, weil wir hier gerade einen neuen Weg bauen. Okay, wie gesagt, hier können wir eine Eisenbahn. Wunderbar. Uiuiui. Wartet mal ganz kurz. Das war falsch. Ihr sollt mal eben bitte alle nach Hause kommen. Hier draußen ist keiner mehr. Wunderbar. Alle mal ganz schnell in die Hütte. Okay, ich glaube, das schaffen noch die meisten rechtzeitig. Okay, der gibt Vollgas. Oh, wie schnell der ist. Trotz Erde. Respekt. Okay. Da ist unser Portal. Ja, klar, genau, auf der Burg natürlich. Das musste natürlich auch da sein, ne? Okay. Ich hoffe mal, dass wir es überleben. Wobei, die kommen hier alle im Tunnel rein. Oh, das ist doch kacke. Du da. Komm mal ganz schnell her.
Oh nö, die kommen jetzt gerade alle runter, glaube ich. Ich muss das hier gerade mal ganz schnell zubauen. Okay, das hier sollte sie auf jeden Fall erstmal aufhalten. So. Okay. Mein Hof. So. Ach, die wollen da nicht durch, dann lassen wir die Tür auch zu. Ah, okay, die kommen hier nicht runter, weil sie zu groß sind. Okay, eigentlich sind sie nicht zu groß und zu dämlich. So, gehen wir mal ganz nah ran. Ich glaube, das ist ein bisschen laut. Gucken, was die jetzt machen, ob die hier einfach runterplumpsen oder ob die schlau genug für eine Leiter sind. Bin ich ja mal gespannt. Die sind nicht unbedingt schlau genug für eine Leiter. Ah, aber da können sie rüberspringen. Oh. Okay. Macht wohl nichts. Man müsste doch rein theoretisch nur den da unten wegschließen, oder? Dann kommt schon keiner mehr nach, eigentlich. Solange sie da nichts machen, ist ja gut. Du wirst angegriffen, Hausmauern zerstört. Ja, haben wir hier nicht noch, jetzt baut ihr da bitte am besten noch eine Tür hin. Entschuldigung, dass ich gerade so ein bisschen wenig rede, aber ich muss mir ein bisschen konzentrieren immerhin. Wäre schön, wenn da mal irgendeiner kurz mal eine Tür hinbaut. Ist hier eine Tür aufmacht? Oh, okay. Super, es wird Tag. Boah, da verbrennt erstmal alles. Ah, cool, hier drin auch. Gut. Ihr dürft wieder arbeiten. Die Tür haben sie auch wunderbar da reingebaut. Wie sieht's denn hier aus? Hier müsst ihr erstmal. Boah. Die verschwinden jetzt nicht, weil das hier dunkel ist, oder wie? Oh, Gott sei Dank, sind doch noch verschwunden. Okay, das haben wir eigentlich sehr, sehr gut überstanden, muss ich sagen. Aber du solltest dich mal ausruhen. Oh, und die Fallen sind alle kaputt. Haben wir noch welche auf Lager, ganz, ganz zufällig? Fallen, Fallen, Fallen. Wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Zack, zack, zack. Das Wildschwein. Ach, und ihr wollt jetzt das einsammeln. Okay. Ihr macht Glas. Hier ist mal die ganzen Mauern entfernen. Mal gucken, was die hier wollen. Oh, hier sind ein paar Leitern irgendwie kaputt. Naja, sie kommen ja auch so hoch. Wo liegt ihr Gesundheitswert?
Ja, du gehst erstmal schlafen. Allgemein kann ich mich hier mal durchklicken. Du schläfst schon. Du gehst am besten schlafen. Auch schlafen. Auf jeden Fall schlafen. Komm, schicken wir ihn hier auch mal zum Schlafen. Schlafen. Ich sag schlafen, er will erstmal angreifen. Wo werde ich denn angegriffen? Ach hier, das Wildschwein. Er kann im Wasser stehen, er ist Jesus wahrscheinlich. Wie heißt du? Rifo, ja, so ähnlich. Ist alles das gleiche. Jo. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns auch nächste Folge schon wieder, weil ich sehe gerade, auf dem Timer sind schon wieder 15 Minuten um, sogar 16. Und ja, wie gesagt, dann sehen wir uns hoffentlich nächste Folge wieder. Und mal gucken, was da alles so passiert. Ich hoffe mal, wir kommen ein bisschen weiter hier voran mit der Eisenbahn und allgemein mit dem Questbuch. Und naja, dann bis dann. Tschüssi.